Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue Sie, heute bei Faszination Astronomie Online begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Klaus Plaum, ich bin Direktor am Max-Planck-Institut für Kernphysik in Heidelberg, leite dort die experimentelle Abteilung zu dem Thema gespeicherte und gekühlte Ionen und beschäftige mich unter anderem mit Präzisionsexperimenten, zum Beispiel zur Bestimmung der Masse atomarer Teilchen. Ich möchte Ihnen heute Abend vom Elektron und Proton zum kosmischen Antimaterierätsel berichten. Eine der spannendsten Fragen in der experimentellen Atom- und Kernphysik. Kurz zum Inhalt des Vortrages. Beginnen möchte ich zunächst mit der Erläuterung von Grundlagen zu dem Thema, was ist Materie und was verstehen wir unter Antimaterie. Werde dann anschließend auf die Problemstellung eingehen, nämlich die beobachtete Asymmetrie im Universum. Wir sehen heute ausschließlich die Materieform. Die Antimaterieform kommt nur in sehr, sehr geringen Mengen vor. Diese Asymmetrie möchten wir gerne verstehen. Und das Ziel dabei ist, um dies zu verstehen, einen Vergleich zwischen Materie- und Antimaterie-Eigenschaften durchzuführen, wie zum Beispiel das Ladungs-zu-Masse-Verhältnis dieser beiden Spezien miteinander zu vergleichen und danach zu schauen, ob es winzige, aber trotzdem messbare Unterschiede gibt. Lassen Sie mich anfangen mit der Frage, was ist ein Atom? Unter einem Atom, wie Sie es hier sehen, verstehen wir zum einen einen Atomkern und die Elektronenhülle. Der Atomkern selber besteht aus einer gewissen Anzahl an Protonen, die wir mit Z bezeichnen, auch Ordnungszahl genannt, und einer gewissen Anzahl an Neutronen mit N genannt. Damit haben wir die drei wichtigen Kernbausteine schon zusammen, das Elektron, das Proton und das Neutron. Die Protonenzahl ist bei einem neutralen Atom immer gleich der Elektronenzahl und sie bestimmt die Elementsorte und damit das chemische Verhalten. Das heißt, wir wissen genau, wenn wir von Gold oder Silber sprechen, welche Protonenzahl das jeweilige Atom im Kern besitzt. Damit komme ich zum Aufbau der Atome. Die Elemente unterscheiden sich in der Anzahl der Protonen im Kern bzw. der Anzahl der Elektronen in der Hülle. Letztes Jahr feierte das Periodensystem der Elemente 150-jähriges Bestehen. Vor 150 Jahren hat Mendeleev das Periodensystem der Elemente eingeführt und die Gruppierung gemäß der chemischen Eigenschaften der Elemente vorgenommen. Das erste Element, was wir hier links oben in Blau dargestellt sehen, ist das Wasserstoffatom. Das leichteste aller unserer bekannten Elemente. Es besteht aus einem Proton im Kern und einem Elektron in der Hülle. Beide Teilchen sind geladen. Das Proton ist positiv geladen, das Elektron ist negativ geladen, plus 1 und minus 1, sodass das Atom nach außen hin ladungsneutral ist. Gehe ich hier weiter rechts rüber, komme ich zum zweiten Element im Periodensystem der Elemente. Das Heliumatom gehört zur Gruppe der Edelgase. Das Heliumatom besitzt zwei Protonen im Kern, zwei Elektronen in der Hülle und nun habe ich zusätzlich zwei Neutronen in den Kern eingezeichnet. Die Anzahl der Protonen und Neutronen bestimmt die Massenzahl und ist in diesem Fall 4, daher auch die Kennzeichnung Helium-4. Die Anzahl der Protonen und Elektronen muss immer gleich sein, damit wir nach außen hin eine Ladungsneutralität haben. Die Anzahl der Neutronen kann im Kern variieren, das bezeichnet man als Isotope. Als Beispiel hier das Isotop Helium-3 mit der Massenzahl 3 und damit nur drei Kernbausteine, zwei Protonen und ein Neutron. So kann man sukzessive das Periodensystem der Elemente aufbauen. Nach Wasserstoff und Helium erfolgt Lithium, in diesem Fall Lithium-7. Das aus drei Protonen im Kern und vier Neutronen besteht, um die Massenzahl 7 zu bekommen, und zusätzlich die gleiche Anzahl an Elektronen wie an Protonen, nämlich 3, damit wir nach außen hin Ladungsneutralität haben. Es gibt auch noch Lithium 6, es gibt auch Lithium 8 und Lithium 9, die allerdings sind nur kurzlebig. Die Anzahl der Protonen bestimmt aber nicht nur die chemischen Eigenschaften, bestimmt nicht nur die Einordnung im Periodensystem der Elemente, sondern auch die chemischen Eigenschaften, wie zum Beispiel die Molekülbildung. Sie sehen hier das für uns bedeutendste Molekül, nämlich das Wassermolekül, bestehend aus zwei Wasserstoffatomen H
und einem Sauerstoffatom O und damit H2O. Neben dem Aufbau der Elemente ist für die Physik enorm wichtig Symmetrieeigenschaften. Und die möchte ich Ihnen als nächstes erklären. Und dann komme ich später auch auf den Begriff der Antimaterie, die symmetrisch zu Materie sein sollte. Was verstehen wir unter Symmetrien? Nun, die einfachste aller Symmetrien, die wir kennen, ist die Spiegelsymmetrie. Hier einmal verdeutlicht mit diesem Verkehrszeichen, Einfahrt verboten. Dieses Verkehrszeichen hat eine Spiegelsymmetrie. Spiegelsymmetrie bedeutet, wenn wir irgendwo einen Spiegel hinsetzen, sehen wir die zweite Hälfte gleich zur ersten Hälfte. Zum Beispiel hier, dieser schwarze Strich symbolisiert einen Spiegel. Wir sehen nur die linke Hälfte des Verkehrszeichens, wissen aber sofort, wie die rechte Hälfte auszusehen hat. Dieses Verkehrssymbol hat aber eine zweite Spiegelsymmetrieachse. Sie können jetzt schon erraten, wo die zweite Achse sitzt. Genau hier. Wenn wir hier einen Spiegel hinhalten, ist diese obere Hälfte exakt spiegelsymmetrisch zur unteren Hälfte. Nach dieser Eingangsübung gehen wir weiter zum zweiten Verkehrszeichen und Sie können sich kurz überlegen, wo hier die Spiegelsymmetrieachse sitzt. Gut, das ist relativ einfach. Sie sitzt hier und es gibt nur eine einfache Spiegelsymmetrie. Drittes Beispiel, etwas schwerer. Wie viele Spiegelsymmetrieachsen können Sie in diesem Bild, diesem Verkehrszeichen erkennen? Sie mögen sagen 2. Korrekte Antwort ist 4. Wir sehen hier eine Spiegelsymmetrieachse, hier eine und die vierte Achse ist hier. Das ist eine Symmetrieform. Die zweite Symmetrieform, die wir in der Physik kennen, ist die Zeitumkehr. Das bedeutet, ein Experiment, das vorwärts oder rückwärts abläuft, muss das gleiche Ergebnis liefern. Und das möchte ich mit dieser Zeitumkehruhr verdeutlichen. Die Uhr zeigt 1 Uhr an, sie läuft vorwärts 2 Uhr, 3 Uhr. Wenn ich sie rückwärts laufen lasse, habe ich 2 Uhr. Und zu diesem Zeitpunkt können Sie nicht unterscheiden, ob die Uhr vorwärts oder rückwärts gelaufen ist. Das kann ich fortsetzen mit den Uhren, die Sie hier sehen. Das nennen wir eine Zeitumkehr. In der Physik gibt es noch eine dritte Symmetrie, nämlich die Ladungsumkehr von einer positiven zu einer negativen Ladung und umgekehrt. Und die drei genannten Symmetrien möchte ich Ihnen anhand dieses Escherbildes erläutern. Sie sehen hier in Dunkel mein Teilchen genannt als dunkler Reiter und auf der rechten Seite mein Antiteilchen als heller Reiter. Nun lasse ich das Experiment loslaufen und Sie sehen das Escherbild, bei dem sich die dunklen und die hellen Reiter nach links wegbewegen. Nun baue ich an dieser Stelle meine Spiegelsymmetrie auf. Im Englischen wird die auch mit P gekennzeichnet für Parity und Sie sehen, dass das rechte Bild spiegelsymmetrisch zu dem linken Bild ist. Die zweite Symmetrieform, die ich jetzt hier einführe, ist die Ladungsumkehr. Das ist aber bildlich schwer darzustellen, deswegen mache ich eine Farbumkehr. C für Charge oder in dem Fall Color. Und exakt an dieser blauen Linie, wenn ein gelber Reiter reinläuft, läuft ein dunkler Reiter heraus und umgekehrt. Die dritte Symmetrieform, die ich vorhin eingeführt hatte, war die Zeitumkehr. Jetzt baue ich an dieser Stelle eine Linie ein, die das ganze Experiment rückwärts laufen lässt. Und das sehen Sie nun hier. Der Reiter geht hier vorwärts rein, hier rückwärts raus und das gleiche mit dem gelben Reiter. Wenn Sie genau hinschauen, dann ist nach Ausführung dieser sogenannten CPT-Symmetrie das Endergebnis hier rechts gleich zu dem Ausgangszustand links. Und das ist hier verdeutlicht, wenn Sie das Bild um exakt eine Reihe nach unten schieben. Klarerweise vergleichen wir in unseren Experimenten nicht Escherbilder, sondern wir vergleichen die Eigenschaften von Teilchen und Antiteilchen. Und bereits 1954 durch Lüders bzw. 1955 durch Pauli wurde das Postulat aufgestellt, dass die Physik gegenüber der kombinierten Anwendung aller drei Transformationen Zeitumkehr, Spiegelumkehr und Ladungsumkehr invariant ist. Invariant bedeutet, dass das Ergebnis nach dieser CPT-Transformation identisch ist zu dem Ausgangszustand. Und das sehen wir auch hier. Und damit komme ich auch zu der Schlüsselfrage, die wir später beantworten müssen. Ist ein Antiteilchen identisch zu seinem Teilchen? Davor möchte ich Ihnen aber erläutern, was ein Antiteilchen ist oder Antimaterie ist. Dieses Bild verdeutlicht aus meiner Sicht sehr schön, was wir darunter verstehen.
Wir haben hier in Sand gegraben eine Herzform, sozusagen als negatives Bild, dem gegenübergestellt die gleiche Form, aber als ja, übergestülpte Herzform. Das heißt, wir haben zwei unterschiedliche Ausprägungen derselben grundlegenden physikalischen Struktur. Die Struktur ist absolut ähnlich, Sie würden das als Herz bezeichnen, aber die Ausprägung ist eine andere. Hier fehlt etwas, hier ist etwas zu viel. Bringen Sie im Übrigen beides zusammen, würden Sie hier eine glatte Fläche erhalten und Sie würden nichts mehr sehen. Genau das passiert, wenn Materie auf Antimaterie trifft. Wir bezeichnen das als Annihilation, als Auslöschung und es würde nur Energie übrig bleiben. Der Begriff wurde natürlich sehr, der Begriff Antimaterie sehr berühmt durch das Buch Illuminati von Dan Brown, bei der es zu einem Diebstahl von Antimaterie vom Europäischen Kernforschungszentrum CERN in Genf kommt, um damit den Vatikanstaat zu bedrohen. Die Kennzeichnung zwischen Materie und Antimaterie wird gemacht, indem man ein Anti vorschaltet. Das heißt, das Antiteilchen zum Proton ist das Antiproton, das Antiteilchen zum Wasserstoffatom ist das Antiwasserstoffatom, lediglich bei dem Elektron. Dort nennt man es nicht Antielektron, sondern Positron. Komme ich zum Aufbau von Antiatomen. Hier links dargestellt meine Materieform, rechts die Antimaterieform. Hier das Proton, positiv geladen. Das Antiproton muss aufgrund der Ladungsumkehr negativ geladen sein. Packe ich nun bei dem Proton ein Elektron in die Hülle, erhalte ich ein Wasserstoffatom. Bei dem Antiproton muss ich wegen Ladungsneutralität ein Positron in die Hülle packen. Und damit erhalte ich ein Anti-Wasserstoffatom. Und so könnte man sich sukzessive eine sogenannte Antiperiodensystem der Elemente aufbauen. Bis dato ist das aber eigentlich nur gelungen bis zum Antihelium, weil ansonsten die Erzeugung und die Rekombination von Materie und Antimaterie zu kompliziert ist. Damit komme ich auch schon zur Erzeugung von Antimaterie. Sie ist gar nicht so selten, wie man vermuten mag. Sie ist schon sehr selten, aber trotzdem kommt sie natürlich vor. Nämlich beim Wetterzerfall von radioaktiven Atomkernen. Und hier ist der bedeutendste Wetterplus-Zerfall dargestellt, der Zerfall von 22 Natrium unter Aussendung eines Positrons und eines Neutrinos. Und der entstehende Kern ist 22 Neon. Was als intrinsischer Prozess abläuft, ist der Zerfall eines Protons in ein Neutron, ein Elektron und ein Elektron-Neutrino. Die Ladungsneutralität ist erhalten, hier einfach positiv, hier einfach positiv. Und dieses Positron, das ist unser Antiteilchen. Das heißt, im radioaktiven Zerfall kommt ganz natürlich Antimaterie vor. Im Übrigen wird diese Antimaterie sogar eingesetzt in medizinischen Untersuchungen, wie zum Beispiel in der Positronenemissionstomographie. Wir erzeugen unsere Antimaterie, das Antiproton, am Europäischen Kernforschungszentrum CERN in Genf, indem wir Einsteins berühmte Gleichung E ist gleich mc Quadrat ausnutzen. Es werden Protonen auf nahezu Lichtgeschwindigkeit beschleunigt, also sehr hohe Energien beschleunigt, und dann werden die Protonen auf ein schweres Iridium-Target geschossen. Und dabei wird so viel Energie wegen dieser Gleichung hier freigesetzt, dass es zu einer Paarbildung kommt, der gleichzeitigen Erzeugung von Materie und Antimaterie, in dem Fall von Protonen und Antiprotonen. Die Separation beider Teilchen erfolgt in einem Magnetfeld, weil die Lorentzkraft auf die positiven und negativen Teilchen in die umgekehrte Richtung wirkt. Und damit können wir uns die Antiprotonen separieren und den Experimenten zuführen. Und damit komme ich zur eigentlichen Fragestellung nach dieser doch sehr ausführlichen Einleitung. Woher kommt die Materie-Antimaterie-Asymmetrie? Im Urknall vor etwa 13,7 Milliarden Jahren sind vermutlich gleiche Mengen von Materie und Antimaterie entstanden. Das ist unser Verständnis der Physik. Das ist die Grundlage des Standardmodells, die gleiche häufige Erzeugung von Materie und Antimaterie. Die meisten Teilchen sind natürlich anschließend wieder annihiliert, wenn Materie und Antimaterie aufeinander trifft. Wie bereits beschrieben, wird Energie freigesetzt, die Antimaterie sind vernichtet.
Und trotzdem muss eine winzige Menge übrig geblieben sein, die Menge an Materie, aus der wir heute bestehen. Wo ist also die Antimaterie geblieben? Wenn wir raus in den Weltraum schauen, wenn wir um uns herum schauen, sehen wir ausschließlich Materie, keine Antimaterie. Dazu gibt es zwei mögliche Erklärungen, die im Moment verfolgt werden. Die erste Erklärung ist genau diejenige, die wir auch in unseren Experimenten verfolgen, nämlich dass es Unterschiede in den Eigenschaften von Materie und Antimaterie gibt. Unterschiede bedeutet zum Beispiel, dass die Materieform leicht schwerer oder leichter ist als die Antimaterieform oder eine andere Ladung hat oder andere magnetische Eigenschaften hat. Die zweite mögliche Erklärung wäre, dass wir eine anomale Gravitation haben. Während Materie von der Erde beispielsweise angezogen wird, nehmen Sie einen Apfel, den Sie fallen lassen, dann wird er angezogen. Die Frage ist, was passiert mit einem Anti-Apfel? Fällt er zur Erde oder wird er abgestoßen? Damit hätten wir eine anomale Gravitation, von der wir aber im Moment davon ausgehen, bei allem, was wir experimentell wissen, dass es diese anomale Gravitation nicht gibt. Zudem müsste es eine räumliche Trennung in verschiedenen Bereichen des Universums gekommen sein und man hätte eine Grenzfläche, an der man permanent eine Annihilation von Materie und Antimaterie sieht, was aber nicht der Fall ist. Also verfolgen wir die Idee, dass wir Masse von Materie und Antimaterie mit höchster Genauigkeit vergleichen. Dazu müssen wir uns eine Waage bauen, so ähnlich wie sie hier dargestellt ist. Sie kennen das, eine Balkenwaage, bei der wir auf die eine Seite ein Antiproton legen, auf die andere Seite ein Proton, hier als Kugel dargestellt, und wir überlegen oder schauen danach, ob eventuell die Waage leicht mehr zu der einen oder zu der anderen Seite ausschlägt. Das wäre ein Kennzeichen dafür, dass Materie und Antimaterie unterschiedlich schwer sind. Klarerweise kann man das nicht mit einer Balkenwaage machen. Die Teilchen würden sofort annihilieren. Wir brauchen ganz spezielle Hochpräzisionswaagen, die wir selber entwickeln. Die nennen wir Penningfallen und deren Messprinzip möchte ich Ihnen nun erläutern. Eine Waage für Atome, die Penningfalle. Wir nutzen aus, dass das Proton geladen und das Antiproton geladen ist. Es hat also eine Ladung E und eine Masse M. Und auf geladene Teilchen kann man magnetische und elektrische Kräfte wirken lassen. Wir lassen die Teilchen frei im Raum schweben. Ein Magnetfeld führt dazu, dass dieses geladene Teilchen eine Kreisbewegung beschreibt, denn die Lorentzkraft ist hier gleich der Zentrifugalkraft. Und damit ist das Teilchen auf zwei Dimensionen in der Ebene gespeichert. Es kann aber immer noch entlang der Magnetfeldlinie nach oben oder unten entweichen. Und um dies zu vermeiden, lassen wir noch elektrische Kräfte wirken. Dargestellt hier durch diese Endkappen, bei der wir niedrige Spannungen von wenigen 10 Volt anlegen, beim Magnetfeld wiederum, einfach um Ihnen ein Gefühl dafür zu geben, legen wir ein 7 Tesla Magnetfeld an. Sehr ähnlich der Magnetfeldstärke, die Sie haben, wenn Sie in einem Magnetresonanztomographen in einer Klinik untersucht werden. Für uns wichtig ist, dass die Anzahl der Umläufe, die Sie hier sehen, pro Sekunde ausschließlich durch die Ladung und die Masse des Teilchens bestimmt wird. Das heißt, wenn wir fähig wären, die Anzahl der Umläufe zu zählen, könnten wir auf die Masse des gespeicherten Teilchens, Proton oder Antiproton, zurückschließen. Unsere Fallen sind natürlich deutlich komplizierter als die für Ihnen angedeutete Balkenwaage. Sie sehen hier ein Bild, bestehend aus verschiedensten Elektroden, die hochpräzise gefertigt sind, anschließend vergoldet, um zum Beispiel Oxidation zu vermeiden. Der gesamte Fallenturm, wie wir ihn nennen, ist etwa 15 cm hoch. Und alleine die Kosten für die Fertigung dieser Waage belaufen sich auf etwa 30.000 Euro. Dabei noch nicht eingeschlossen das starke Magnetfeld und die entsprechenden Spannungsquellen und so weiter, die man dazu benötigt. So viel zur Speicherung. Wie können wir aber die Anzahl der Umläufe zählen? Es ist nicht so, dass wir einfach mit dem Auge hinschauen können und sagen, okay, jetzt ist es einmal, zweimal vorbeigekommen. Dafür ist es zum einen zu schnell. Es bewegt sich mehrere 10 Millionen Male im Kreis. Aber wir können ausnutzen, dass es eine Ladung hat. Und eine bewegte Ladung ist ein Strom. Wenn wir diesen Strom messen können, erhalten wir winzige elektrische Signale, die man messen kann. Sie sehen das hier angedeutet in dieser Animation.
Das geladene Teilchen läuft umher und induziert einen geringen Strom, wir nennen das Spiegelstrom, in den Elektroden. Dieser Spiegelstrom kann gemessen werden als ein Abfall über einen Widerstand gemäß dem Ohmschen Gesetz U, Spannung ist gleich R, Widerstand mal I ist Strom. Und können dann daraus, wenn wir hier die Anzahl der Oszillationen zählen, auf die Anzahl der Umläufe zurückschließen. Wir haben uns also eine sehr, sehr präzise Uhr oder einen sehr präzisen Zähler gebaut, der in der Lage ist, die Anzahl der Umläufe von bis zu 30 Millionen pro Sekunde exakt zu zählen. Und diese Zählung machen wir minutenlang, stundenlang, tagelang, wochenlang im Vergleich zwischen einem Proton und einem Antiproton. Ich möchte hier noch zu bedenken geben, dass dieses Signal winzigst klein ist. Hier ausgedrückt in dem Strom Ampere, 10 hoch minus 15 Ampere oder einem Femtoampere. Das bedeutet übertragen, dass wir so sensitiv sind, dass wir mit einem bloßen Auge von der Erde aus erkennen könnten, wenn ein Marsmenschen auf dem Mars ein Streichholz anzündet. Dabei ist der Mars zwischen 50 und 400 Millionen Kilometer entfernt. So sensitiv sind wir also mit unseren Messinstrumenten, um das winzige Signal eines Proton oder Antiprotons messen zu können. Was brauchen wir dazu? Motivierte Mitarbeiter mit ausgezeichneter Ausbildung. Das mögen Kryotechniker, Ingenieure sein. Das sind natürlich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die ein Studium der Physik abgeschlossen haben. Viele Serviceeinrichtungen. Wir brauchen sehr starke Magnetfelder. Ich hoffe nun, dass dieses Video zu sehen ist, bei dem ich aus dem Labor heraus eine kleine Videosequenz aufgenommen habe. Sie sehen, dass ich eine Münzkette an einer Schnur ziehe. Die Münzen sind nicht zusammengeklebt und sind auch nicht aneinander gekettet. Es ist das Magnetfeld, was die Münzen zusammenhält. Sie beugen sich nun ein wenig, weil die Münzen dem Magnetfeldlinienverlauf folgen, wie bei einem Stabmagneten. Hier ist unser Magnet. Jetzt sind die Münzen kurz entwichen. Jetzt fangen wir sie wieder ein. Sie sehen also, dass wir sogar makroskopische Teilchen in der Lage sind zu speichern. Wir brauchen weiterhin ein perfektes Vakuum, 10 hoch minus 19 Millibar, um einzelne Teilchen für Monate oder sogar für Jahre speichern zu können und damit untersuchen zu können. Weiterhin brauchen wir ausgeklügelte Elektronik, die wir selber entwickeln. Wir brauchen eine sehr gute Fertigung der Messinstrumente. Wir brauchen sensitive Nachweismethoden. Das Video war eventuell eben nicht zu sehen gewesen. Tut mir leid. Sie können es aber im Internet nachschauen. Und wir brauchen natürlich auch finanzielle Unterstützung von unseren Geldgebern, um solche komplexen Apparaturen, wie Sie hier sehen, aufzubauen. Wo führen wir unsere Experimente durch? Unter anderem am Max-Planck-Institut für Kernphysik in Heidelberg, an der Universität Mainz. Dort war ich früher gewesen und habe das Experiment aufgebaut, teilweise dann umgezogen, teilweise aber auch noch dort geblieben. Das machen wir in Zusammenarbeit mit der Gruppe um Professor Ospelkaus, Professor Gwind, Professor Ulmer und Professor Walz. Sie sehen, das ist eine internationale Kollaboration. Und wir experimentieren mit Antimaterie am Europäischen Kernforschungszentrum CERN in Genf, wo der Sprecher des Experiments der Dr. Stefan Ulmer ist. Komme ich zur Frage, wie schwer sind die Bausteine der Materie? Wir haben nämlich nicht nur Materie und Antimaterie miteinander verglichen, sondern wir sind auch der Frage nachgegangen, wie schwer ist eigentlich ein einzelnes Elektron, wie schwer ist ein einzelnes Proton und halten dabei den Weltrekord in der Genauigkeit der Bestimmung der Masse dieser beiden Kernbausteine. Sie sehen hier das Wasserstoffatom mit einem Proton im Kern und einem Elektron in der Hülle. Wir haben das Elektron um einen Faktor 13 genauer vermessen und damit den weltbesten Wert erreicht. Sie sehen hier die Angabe in atomaren Masseneinheiten, eine 15-stellige Zahl, also mit einer unvorstellbaren Genauigkeit wurde hier die Masse des Elektrons bestimmt. Und vor, ja, knapp 2 Jahren haben wir auch die weltweit genaueste Messung der Masse des Protons durchgeführt. Und Sie sehen hier die Angabe der Masse des Protons wiederum in atomaren Masseneinheiten. Suchen Sie im Internet nach Masse von Elektronen und Protonen oder in Tabellenwerken, werden Sie immer unseren Wert vorfinden.
um Ihnen ein Gefühl dafür zu geben, wie genau wir eigentlich diese Messungen vornehmen, möchte ich Ihnen einen Vergleich aus dem makroskopischen bringen, ein einfacher Genauigkeitsvergleich. Sie sehen hier den Airbus 380, das größte Verkehrsflugzeug, das es heute gibt, mit einem Startgewicht von etwa 500 Tonnen. 500 Tonnen lassen sich ausdrücken auch als 500 Milliarden Milligramm oder in unserer mathematischen Notation 5 mal 10 hoch 11 Milligramm. Unsere Waage wäre imstande festzustellen, ob eine typische deutsche Ameise, das muss ich dazu sagen, weil die amerikanischen Ameisen etwas größer sind, etwas schwerer sind, die typische deutsche Ameise mit einem Gewicht von 10 bis 12 Milligramm, wir können durch Messen feststellen, ob diese Ameise als blinder Passagier auf dem Flugzeug mitreist, indem wir das Flugzeug auf unsere Waage stellen. Klarerweise machen wir das nicht mit einem Flugzeug, sondern mit einzelnen Atomen und erreichen dabei diese Genauigkeit von etwa 2 mal 10 hoch minus 11. Das ist genau diese Zahl von 10 Milligramm geteilt durch die 5 mal 10 hoch 11 Milligramm. Allerdings auf atomarer Skala, das heißt auf die 11. Nachkommastelle genau, können wir die Masse eines Elektrons, Protons oder Antiprotons bestimmen. In naher Zukunft, wir bauen gerade daran, möchten wir diese Genauigkeit nochmal um einen Faktor 10 verbessern. Und damit wären wir imstande, auf das Makroskopische übertragen, zu sehen, ob die Ameise beim Aussteigen einer ihrer beiden Fühler verloren hat. Komme ich nun zum Ende des Vortrages zu den Ergebnissen, nämlich dem Massevergleich von Proton und Antiproton und damit der ursprünglichen Fragestellung, ob sich die beiden Spezien unterscheiden. Dazu lassen wir das Experiment loslaufen. Wir haben zum einen ein Proton gespeichert und zum anderen ein Antiproton. Das machen wir im Übrigen im gleichen Experiment, aber zeitlich leicht versetzt. Und Sie sehen, das Proton, dadurch, dass es positiv geladen ist, läuft hier rechts herum, das Antiproton links herum. Wir lassen unseren Zähler mitlaufen und müssen nun die Anzahl der Umläufe pro Sekunde bestimmen. Dies machen wir, wie bereits gesagt, minutenlang, stundenlang, tagelang und vergleichen dann die Anzahl der Umläufe und schauen, ob eventuell das Antiproton etwas häufiger oder etwas weniger häufiger umhergelaufen ist, was ein Zeichen dafür wäre, ob es leichter oder schwerer ist. Das Verhältnis der Umlauffrequenzen entspricht also dem Verhältnis der Massen. Komme ich zum Ergebnis? Was wir erwarten würden, ist aufgrund unseres Verständnisses des Standardmodells, unseres Verständnisses der Weltentstehung, dass Teilchen und Antiteilchen identisch sind. Das ist genau diese eingeführte Symmetrie von CPT, dass Teilchen und Antiteilchen allen Größen gleich sind. Wir hätten also im Masseverhältnis auf der Balkenwaage hier gesprochen, eine 1, die wir erwarten. Hier ist das Innere, das Herzstück, die Penningfalle unseres Experiments. Und ich zeige Ihnen jetzt das Ergebnis, der Vergleich der Masse von Proton zu Antiproton, diese weltweit genaueste Messung im Vergleich der Eigenschaften auf dem Sektor von Proton und Antiproton der Masse. Und Sie sehen hier das Ergebnis, 1 erwartet man, 0,000. 000, 000, 001 mit einer Unsicherheit von 69 auf die letzte Nachkommastelle. Damit haben wir eine perfekte Übereinstimmung der Massegleichheit zwischen Proton und Antiproton, zumindest innerhalb der hier genannten Fehlergrenzen. Und damit haben wir leider immer noch nicht das Problem der Materie- und Antimaterie-Asymmetrie gelöst. Obwohl wir die bis zu diesem Zeitpunkt beste Messung um einen vielfachen Faktor verbessert haben, konnten wir immer noch nicht das Problem lösen oder die Fragestellung klar beantworten, ob es einen Unterschied gibt oder nicht. In der aktuellen Messgenauigkeit sehen wir keinen Unterschied. Das motiviert uns aber, weiter zu experimentieren und im Moment sind wir gerade dabei, eine Messung durchzuführen, bei der wir hier eine weitere Nachkommastelle an Genauigkeit hinzufügen können. Damit bin ich am Ende meines Vortrages. Ich möchte zum einen Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit danken, möchte aber auch den Geldgebern der Max-Planck-Gesellschaft und in diesem Projekt auch dem Europäischen Research Council danken für die finanzielle Unterstützung und die Möglichkeit, diese Experimente durchzuführen. Damit bin ich am Ende des Vortrags.
Wenn Sie Fragen haben, sehr gerne. Ich schaue auf den Chatverlauf, werde die Fragen beantworten. Ansonsten schauen Sie demnächst nach der Corona-Zeit persönlich am MPIK vorbei und ich würde mich freuen, Ihnen eine Führung geben zu dürfen. Schließen möchte ich den Vortrag mit einem Hinweis auf den nächsten Vortrag in der Vortragsreihe Faszination Astronomie Online. Nächste Woche Dienstag, 14. Juli um 19 Uhr von Professor Dr. Wolfgang Birkfellner zu dem Thema Raspberry Pi & Co. Einsatzmöglichkeiten in der Amateurastronomie und Astrofotografie. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und damit schaue ich auf den Chatverlauf und die Fragestellung. Die erste Frage lautet: Wie verhält sich der kleine Teil der Materie, welche nach dem Urknall übrig blieb, über die Zeit? Nimmt der kleine Teil weiter ab? Ist er konstant oder vermehrt er sich? Das ist eine sehr gute Frage. Es ist so, dass eigentlich die Anzahl der Materie und Antimaterie gleich geblieben ist. Es kommt, beziehungsweise der winzige Anteil an Materieüberschuss ist gleich geblieben. Er verändert lediglich die Form im Laufe der Zeit. Ganz zu Anfang hatte man im Wesentlichen Quarks und Antiquarks. Die formen sich zusammen, um die Grundbausteine wie Protonen, Elektronen und Neutronen zu bilden. Diese wiederum können in unterschiedlichen sogenannten Sternentstehungsprozessen oder Nukleosyntheseprozesse schwere Elemente erzeugen. Im Übrigen auch das, was heute noch in der Sonne stattfindet, nämlich Kernfusion. Das heißt, die Form ändert sich, aber es bleibt immer Materie. Nächste Frage. Protonen bestehen doch aus drei Quarks. Was passiert eigentlich mit den Quarks beim Beta-Zerfall des Protons? Lassen Sie mich dazu zurückgehen auf den Zerfall, den ich andeutete. Im Übrigen kriegen wir jetzt dann auch vielleicht ganz kurz nochmal das Video zu sehen, nämlich jetzt. Das war vorhin nicht zu sehen gewesen. Hier sehen Sie die Münzen, die ich hier an der Schnur entlang bewege und die frei im Raum schweben. Damit hatte ich auch die Möglichkeit, das Video nochmal zeigen zu können. Schweben frei im Raum. Irgendwann gehen sie verloren. Dann fange ich sie auch wieder ein. Das sind also die Stärke des Magnetfelds, die hier gezeigt wird. Aber eigentlich wollte ich zurückgehen auf die Frage nach der Zusammensetzung von Proton und Antiproton, die ich am besten hier zeige. Wir sehen hier das Proton. Dieses Proton zerfällt und das Proton hat eine innere Struktur aus einem Up-Up-Down-Quark. Die Quarks, das Up-Quark ist mit plus 2/3 Ladung versehen, das Down-Quark mit minus 1/3 Ladung. Das heißt, plus 2/3 plus 2/3 minus 1/3 ergibt plus 1. In diesem Zerfall kommt es durch den Austausch eines W-Bosons, eines geladenen W-Bosons, zu einer Umwandlung von einem Up-Quark zu einem Down-Quark. Das heißt, wir haben hier für das Neutron die Zusammensetzung UdD plus 2/3 minus 1/3 minus 1/3, was Ladungsneutralität ergibt. Daher das Neutron. Das heißt, wir haben eine Umwandlung im Beta-Plus-Zerfall von einem Up-Quark in einen Down-Quark und beim Beta-Minus-Zerfall ist es umgekehrt. Dritte Frage: Was würde passieren, wenn Antimaterie in ein schwarzes Loch stürzen würde? Ohne mit Materie in Kontakt zu kommen, würde es bei dem rotierenden Einlauf ebenfalls zu Magnetfeldern und Jet kommen und wie würde sich die Antimaterie im Inneren verhalten? Sehr gute Frage, schwierige Frage. Ich weiß die Antwort nicht exakt. Würde vermuten, dass wenn Antimaterie in ein schwarzes Loch stürzt, es auch zu einer Annihilation kommt. Ein schwarzes Loch ist ja im Wesentlichen auch eine Materieform, die so stark komprimiert ist, dass man eine Art Schwarzschildradius hat, aus der noch nicht einmal die elektromagnetische Strahlung oder das Licht entweichen kann. Das heißt aber trotzdem, wenn die Antimaterie in ein schwarzes Loch fällt, außer es wäre ein Antimaterie-schwarzes Loch, dann wird es natürlich zu keiner Annihilation kommen, hat man aber bis jetzt nicht gefunden, würde es zu einer Annihilation der Materieform kommen. Die Rotation ist wahrscheinlich in umgekehrte Richtung. Die Rotation kommt ja durch die Stärke des Magnetfeldes zustande und das Magnetfeld wirkt gemäß der Lorentzkraft auf Teilchen und Antiteilchen, also auf positive und negative Ladung anders, würde also andersherum hinein rotieren. Ansonsten würde ich exakt das Gleiche erwarten. Nächste Frage. Am CERN wurde Antimaterieforschung anhand von Kaonen durchgeführt. Ah, sehr gute Frage. Wobei man einen gewissen Unterschied in der Händigkeit gefunden hat. Die könnte eine Erklärung für die Asymmetrie erklären.
Gibt es dazu weitere Erkenntnisse oder decken sich die Ergebnisse in gewisser Weise mit den Methoden hier? Wunderbare Frage eines Experten. Ich habe mich in dem Vortrag hier ausschließlich auf sogenannte Baryonen beschränkt. Das sind Teilchen, die aus drei Quarks zusammengesetzt sind. Ich hatte erwähnt, Up-Quark, Down-Quark für das Proton und UdD für das Neutron. Kaonen besitzen nur zwei Quarks und in dem Fall zusätzlich noch ein S-Quark, ein Strange Quark. Und hier gibt es den Zerfall von K0 und K0 quer. K0 quer ist das Antiteilchen des neutralen Kaons. Und dabei wurde festgestellt, dass es zwei Systeme gibt, ein kurzlebiges und ein langlebiges, Short und Long. Und genau darin hat man einen Unterschied festgestellt. Das konnte man erklären mit einer CP. Es war also keine CPT-Verletzung, sondern eine CP-Verletzung, die aber nicht die Asymmetrie zwischen Materie und Antimaterie erklären kann. Dazu ist die CP-Verletzung zu gering. Ob es weitere Erkenntnisse dazu gibt, die Experimente werden weitergeführt, aber wie bereits gesagt, sie ist eine CP-Verletzung. Sie erklärt aber nicht die CPT-Verletzung, die man erwarten würde, wenn man einen Unterschied in der Materie- und Antimaterieform hätte. Wie könnte eine Massendifferenz denn den Materieüberschuss nach dem Urknall erklären? Im Wesentlichen ist es ein Ladungs-zu-Masse-Verhältnis, was man hier erwartet. Das heißt, bei der Umwandlung von Materie in Antimaterie wäre einer der beiden Konfigurationen bevorzugt. Das heißt, aus der Entstehung rein von Energie heraus mit E ist gleich mc Quadrat. Aktuell erwartet man, wenn Materie und Antimaterie gleich sind, entsteht immer ein Proton und ein Antiproton. 2 und 2. Bei einem leichten Unterschied, was gleichbedeutend wäre mit einer CPT-Verletzung, würde auf viele, viele Paar Erzeugungen ein winziger Unterschied entstehen. Sagen wir, auf eine Milliarde Protonen würden nur 999.999.999 Antiteilchen entstehen. Und nach diesem Unterschied suchen wir. Nächste Frage. Kann Antimaterie nur von jeweils einem gleichartigen Materieteilchen annihiliert werden oder ist nur ein x-beliebiges gegenteilig geladenes Teilchen notwendig? Bei einer Annihilation müssen wir auch beachten, dass es gewisse Erhaltungsgrößen gibt. Wie zum Beispiel, dass ein Proton aus drei Quarks besteht, aber dem eben genannten Kaon zum Beispiel nur aus zwei Quarks. Das heißt, bei einer Annihilation hätten wir hier eine Verletzung der Größen der Anzahl der Quarks und der Antiquarks. Deswegen kann es da zu keiner Annihilation kommen. Protonen würden also hier in dem Fall nur mit Antiprotonen annihilieren. Auch bei einer Annihilation mit Neutronen wäre diese Messgröße verletzt. Wenn man CPT-Symmetrie aufgibt, dann kann man klarerweise auch andere Symmetrien aufgeben. Von daher könnte es gut sein, dass es dann auch zur Annihilation von anderen Teilchen kommt. Okay, ich sehe keine weiteren Fragen im Chatraum. Möchte mich an dieser Stelle nochmals für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Bedanke mich auch für die Fragestellerinnen. Komme damit zum Ende. Nochmals vielen herzlichen Dank für Ihre Teilnahme. Und damit beende ich den heutigen Vortrag. Und möchte Sie dazu einladen, nächste Woche Dienstagabend 19 Uhr wieder an dieser Reihe Faszination Astronomie Online teilzunehmen. Vielen herzlichen Dank, einen wunderschönen Abend Ihnen.